Recht herzlich willkommen zur 158. Folge von Simotrans. Ja, Michael Friedrich schrieb auch noch, ne, Stadtverkehr ist halt ein Zusatzgeschäft, das muss man halt so einplanen, ne, subventionieren halt nur über Fernstrecken. Damit müssen wir jetzt wohl leben, das ist so gut. Dann schauen wir doch mal rein, hier waren wir zuletzt, hatten das alles gemacht, haben ein bisschen geguckt und getan und festgestellt, dass das halt jetzt erstmal nicht war. Hier unten haben wir, glaube ich, nicht so richtig mal reingeguckt. Da können wir nochmal gucken. Aber hier sind es ja 16 Passagiere. Also die Fernstrecke ist schon wieder hier. Auch wenn es nur... Stopp, da waren wir daneben. Auch, ja, diese hat er gerade abgefrühstückt, der Bus. Da sehen wir nämlich eher im Bus, wie viel da drin sind. Da sind es nochmal 8, sind also auch ein paar drin. Ja, jetzt müsste man überlegen. 16 und 8 sind 24 und wir haben diesen komischen, teuren Bus hier fahren. Vielleicht sollte man den auch noch auswechseln. Und ich glaube, es fahren sogar zwei auf der Linie, oder? Und der war der günstigere, ne? Wo ist denn jetzt hier einer? Da ist er. Und MAN SR 240. Das ist der also. Vielleicht sollten wir da auch, weil da ja auch jetzt nicht mehr voll hinfährt, oder? Mal schauen. Aber ich war hier auch ganz falsch. Ich wollte hier eigentlich erst rein. Döbeln Südwestwaldmühle. Hat sich erledigt, ne? Dann können wir die Linie auch löschen. Und wie ist denn die andere? Irgendwie Radozell Sehenswürdigkeiten oder irgendwie sowas. Ja. Ne, Riedenburg, nicht Radolfzell. Touristische Ziele, da haben wir es doch. Da fährt also so einer. Ja, dann machen wir das doch mal, wie ich gerade vorgeschlagen hatte. Wir setzen da den Bus drauf. Riedenburg, touristische Ziele. Starten. Und den machen wir nicht laden. Und dann können wir den gleich ausmustern. Und nehmen den anderen. Der Postwagen hat 5 Sack. So ist er schon leer. Jo, zum Depot. Und er fährt jetzt da hinten hin. Und reißt alles raus. Naja, nicht ganz, ne, aber er ist ein bisschen effektiver, würde ich sagen. Er hat 3 Sack Post hier. So, dann ist er weg. Ah ne, Quatsch, da muss ich klicken. Dann kommen wir auch an den Bus ran. Und dann können wir hier auch verkaufen machen. Dann ist er auch weg. Gut, da sollte man vielleicht eine Postkutsche nehmen in diesen Bereichen. Die wäre effektiver. Gut. Soweit so schön. Er fährt mit, oh, 15 Sack Post, das ist schon was, ne? Also der wird da auch immer ein bisschen Plus machen dadurch. Jetzt ist er hier natürlich unterwegs. Fährt erst das vordere Ziel an, was er eigentlich gar nicht braucht. Aber weiß man auch nicht, ob von vorne nach hinten nicht einer will und ob er da einmal mehr anhält oder nicht, ist kein Wegpunkt mehr. 15 Gäste vorne. Und hinten dann. Jetzt pass auf, jetzt ist da mehr wie 15 drin, ne? Dann fresse ich aber einen Besen. Ne, 22 passt schon. Das wird dadurch auch effektiver, vielleicht das Ganze. Wir können den ja mal ein bisschen auflassen und zugucken, was da passiert. Okay, dann sind wir hier. Soweit schon mal ajour. Dann gehen wir mal auf die Karte. Und gucken ein bisschen weiter. Da unten ist nur eine Straße, aber sonst nichts. Rest ist abgedeckt. Hier sieht es auch gut aus. Hier ist auch alles abgedeckt. Nichts Neues außer Straßen. Sonderhausen dann noch. Muss ich mal gucken, dass ich meine Maus umsetze.
Wenn man mit der linken Maustaste hier klickt und hin und her schiebt, dann ist man irgendwann am Rande seines Tisches. Hier ist auch alles gut. Und hier ist auch alles abgedeckt. Hier sieht es auch gut aus. Dann noch da. Hier sind zwei Straßen. Sonst noch nichts. Sieht gut aus. Nee, das ist ein bisschen höher, wo wir hin müssen. Das ist da. Hier ist jetzt auch noch nichts. Ja, und hier auch noch nichts. Redenburg waren wir ja gerade gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir das hier, das gleiche, was wir mit dem anderen Bus schon gemacht hatten, vom Bahnhof, Umsteigepunkt, machen wir 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5 sind es ja nur. Dann können wir das da auch an der Linie einfach ändern, dann müsste das ja auch gehen, ne? Das ist jetzt Hardexen, Stadtbus Hardexen. Und der sollte dann anders fahren. Linie ändern. So, Triangelstraße ist da. Fährt dann zum Baustoffhandel. Ist ja schon mal richtig. Dann zur Ahornstraße. Und dann erstmal einfügen den Punkt. Und dann wieder zur Ahornstraße. Nee. Den Punkt löschen wir dann raus. Also Triangel, Baustoffhandel, Ahornstraße, Baustoffhandel, Kennedystraße, Baustoffhandel. Hardexen, Ahornstraße, Kennedystraße. Hier haben wir noch, achso, da fährt glaube ich die Dingens dran, ne? Den brauchen wir nicht mitnehmen, weil da die Straßenbahn lang fährt. Dann haben wir das hier schon ganz schnell geändert. Okay, dann bleibt das so. Weil bei den anderen beiden, bei dieser Station hält ja die Mümmelbahn an. Und da auch, ne? Ja. 58. Leute fahren damit. Ist ja schon mal eine Zahl, ne? Und hier bei Altenau haben wir dann auch noch einen Bus, der da so fährt, ne? Dann machen wir auch Linie ändern. Wo ist die Bienenstraße? Da, die Bayernstraße. Da hält ja auch unser Bus an. Römerstraße ist dann da oben. Dann müssen wir da einfügen, die Bienenstraße. Römerstraße. Warte, Bienenstraße, Römerstraße, Bienenstraße, Kohlemine. Römerstraße waren wir schon, können wir also löschen. Dann fährt er wieder Weinstraße, nicht Wienstraße, ich komme auf Wienstraße, Weinstraße und dann fährt er nach Brabila. Römer, Kohlemine. Okay, da waren wir jetzt an falschen Dingens unterwegs, da geht das nicht. Ja, dann lassen wir das doch so, oder? Ja. Das ist schon auch dann optimiert. Dann haben wir das hier, Hardexen und Riedenburg haben wir optimiert. Das ist schon mal positiv, ne? Dann sind wir da schon mal mit durch. Ja, die Bimmelbahn 32 Leute, der Bus hier 33 Leute. Und das hier von da hinten, das ist ja eine ganz ansehnliche Zahl. Das müsste man nur mal gerade verfolgen und können wir mal gerade schneller laufen lassen. Und dann sieht es hier auch so aus, als ob die Zahl besser wird, ne? Also er musste noch warten. Ich dachte, er wäre schon angekommen, aber 213 plus, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? So, und dann fährt er bis dahin hin und hat da erst Minus. Nee, er hat welche hingebracht. Dadurch hat er 500 plus. Ja, das ist doch cool, oder? Und dann würde ich jetzt sagen, fährt er auf dem Weg auch wieder plus ein. Ja. Ja, dann ist diese Route doch jetzt auch ins Schwarze gefahren. Und wer weiß wie. Der Einzige, der da jetzt noch drauf sitzt und nicht ins Schwarze fährt, ist dann halt sozusagen der Postbulli, ne? Aber der hat auch noch Plus da drin stehen.
Ja, dauert ja mal einen Moment bei Simotrans, bis hier sowas Rotes dann schwarz wird. Ich glaube, das war richtig, was wir da gemacht haben. Gut, ja, da waren wir schon durch. Dann haben wir alle Orte angeguckt. Und sind dann nächstes Mal wahrscheinlich hier unterwegs und machen hier weiter mit den Bussen, dass wir das umbauen, ne? Würde ich sagen. Oder wir machen das immer erst, wenn die Stadt sich erweitert, weiß ich auch noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es hier. Da müsste man auch dann zwei Linien schon machen, ne? 9, 2, 4, 6, 8, ne, 10 mit dem Bäcker. Ja. Macht man dann zwei Linien. 8 waren ja maximal, oder wie waren das? Oder 5? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was der Michael geschrieben hatte. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, kümmern wir uns, wie gesagt, aber erst in der nächsten Folge rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und einen Daumen hoch für die Folge wäre natürlich auch ganz nett. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.